Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Hartmann sprach von größtmöglicher Transparenz, mit der bisher das Verfahren angeblich geführt worden ist. Ich stelle mir unter größtmöglicher Transparenz ein bisschen was anderes vor, als dass Gremien, die sehr überschaubar sind und unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen, da mal drüber gewählt haben und auch nur über eins der eingereichten Konzepte. Es war Fakt so, dass in der Grundstückskommission über die Stadtverordnete sitzen und eben keiner der Marktbeschicker, Markthändler dabei war. Das Konzept von Sprengwerk vorgestellt worden ist, auch auf Nachfrage hin ist jetzt keine explizite Vorstellung des Marktteilkonzepts erfolgt. Dann gab es eine Veranstaltung, die ausschließlich für die Markthändler war, wo Stadtverordnete explizit nichts zu suchen hatten. Wir hatten da angefragt, es hieß nie, das ist für die Marktbeschicker und nur für die, für eine interne Information. Und da ist dann wohl auch behauptet worden, dass in der Grundstückskommission die anderen Konzepte vorgestellt worden seien. Das ist nicht der Fall, es ist ein Konzept vorgestellt worden, das von Sprengwerk und Merz. Und deswegen sind die jetzt alle auch gerade, wo sich herausgestellt hat, dass die Marktbeschicker mehrheitlich das Konzept nicht mittragen und wir aber der festen Überzeugung sind, dass man die mitnehmen muss auf den Prozess und die Markthalle nur mit den Marktbeschickern zusammen funktionieren kann, der Meinung, dass wir da eine Bürgerversammlung brauchen, wo auch die Markthallen GmbH die Möglichkeit hat, ihr Konzept vorzustellen.